Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels. Hallo und herzlich willkommen zum Energiemagazin bei BLK TV. Wir kommen zu unserem ersten Thema. Geht es nach den Plänen der Ampelkoalition, sollen bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Der erfolgreiche Ausbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur wird auch davon abhängen, ob es gelingt, Strom zuverlässig immer dahin zu liefern, wo er gebraucht wird. Auch durch den Burgenlandkreis soll eine neue Leitung, Südostlink genannt, verlegt werden. Viele Anwohner und vor allen Dingen Landwirte, die nahe an der neuen Stromtrasse wohnen oder dort ihre Felder bewirtschaften, haben Bedenken, ob der Auswirkungen der Starkstromtrassen. Forscher untersuchen derzeit, welche Effekte das vorwiegend unterirdisch verlegte Gleichstromkabel langfristig auf die land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen haben wird. Schwere Maschinen auf landwirtschaftlichen Flächen sind an und für sich nicht ungewöhnlich. Doch wenn Bagger für die Verlegung des Südlink-Kabels einen 1,5 Meter tiefen Graben ausheben, stellt sich bei den Landwirten dann doch die Frage nach den Auswirkungen für die betroffenen Flächen. Um bereits vor dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten klare Voraussagen treffen zu können, erforschen Wissenschaftler der Universität Hohenheim auf 4 Untersuchungsflächen in Süddeutschland, wie sich die Flächen nach der Verlegung entwickeln. Die Standorte wurden anhand bestimmter Kriterien ausgewählt. Wir haben einfach unterschiedliche Böden, die auch bautechnisch unterschiedlich schwierig sind. Ein Standort mit fast keinem Steingehalt, hier ein Standort mit schon mehr Steingehalt und auch Standorte mit wirklich sehr hohem Steingehalt bis fast zum Fels, sodass wir einfach ein breites Spektrum haben an Böden und Aussagen genereller Natur fast treffen können über den Einfluss von Linienbauwerken auf landwirtschaftliche Böden und auf landwirtschaftliches Pflanzenwachstum. Untersucht wird dabei vor allem die Auswirkung der Wärmeabstrahlung des bis zu 15 cm dicken Stromkabels. Denn beim Transport der 525 kV erwärmt sich dieses am Mantel auf bis zu 40 Grad. 300 Sensoren erfassen Feuchtigkeit, Temperatur und Wärmeleitung, um zu überprüfen, welchen Einfluss genau diese Erwärmung auf die Umgebung hat. Auch die Bauarbeiten selbst wirken sich auf die Flächen aus. Die schweren Baumaschinen verdichten den Boden, auf dem sie fahren, während er im 1,5 Meter tiefen Graben aufgelockert und durchlüftet wird. Um das natürliche Bodenklima trotzdem so wenig wie möglich zu beeinflussen, werden daher die unterschiedlichen Schichten des Bodens gesondert ausgehoben und gelagert. Die Bodenhorizonte haben gewisse Funktionen. Obendrauf der Oberboden, wo der Landwirt jedes Jahr drin arbeitet, ist natürlich die wichtigste Schicht. Und wenn wir das nicht sauber trennen und wieder schichtgerecht einbauen, dann haben wir schon allein durch diese Bodenvermischung, im Prinzip, wenn das extrem wird, die Vermischung, sogar Dauerschäden, auch ohne Wärme. Auf den Untersuchungsflächen werden nun Mais, Hanf und andere Getreidearten angebaut und genauestens beobachtet. Auf Basis aktueller Berechnungen gehen die Vorhabenträger davon aus, dass keine langfristigen Auswirkungen auf die Erträge der Landwirte zu erwarten sind. Ob dies zutrifft, wird sich spätestens 2025 zeigen, wenn der Versuch abgeschlossen ist. Was aussieht wie ein Showroom für neue Autos, das ist in Wahrheit ein europaweit erstmalig aufgestellter E-Park Tower. In Haltern am See können Autos jetzt gestapelt werden und E-Autos sogar mit bis zu 22 kW geladen werden. Das gilt übrigens auch für E-Bikes. Die laden aber draußen. Betrieben wird der Turm durch Strom aus einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Vielleicht ist der E-Park Tower also die Lösung ganz vieler Probleme. Der erste Prototyp eines E-Park Towers ist in Haltern am See eröffnet worden. Ein neuartiges Parkkonzept, das Teil einer Lösung für verschiedene Probleme in den Bereichen E-Mobilität und Parkraumplanung sein könnte.
Nicht jeder hat seinen eigenen Stellplatz, speziell jetzt im urbanen Bereich. Und da sind genau solche Lösungen extrem wichtig, dass ich zuverlässig weiß, wo kann ich mein Fahrzeug abstellen und im Kontext der E-Mobilität, wo kann ich auch zuverlässig und sicher laden. Und das ist ganz entscheidend und das ist letzten Endes das Rückgrat der Mobilität. 2 Jahre Zeit und Know-how haben die Gründer in die Entwicklung des E-Park Towers gesteckt. Das Ergebnis ist ein Vorzeigeobjekt, das viel Parkraum auf kleinster Fläche bietet. Der größte Vorteil des E-Park Towers gegenüber anderen Parksystemen ist natürlich das platzsparende Parken auf einem Bereich von ca. 60 bis 65 Quadratmeter, wo wir 6 bis 16 Fahrzeuge unterbringen können, alles auf der gleichen Grundfläche. Zusätzlich gibt es die Option von E-Ladeparkplätzen. Das bedeutet, dass wir auf jeder Stellfläche, wo sich ein Auto befindet, eine Wallbox integrieren können mit 22 kW Ladeleistung. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert grünen Strom für den Betrieb des Towers. Und ein Hightech-Sicherheitssystem verhindert, dass Personen oder Haustiere im Fahrzeug vergessen werden. Trotzdem, so die Betreiber, soll der Parkvorgang für den Nutzer ganz einfach bleiben. Man fährt auf den Turm zu, hat eine Zugangskontrolle, beispielsweise einen QR-Code oder einen Barcode und hält die vor den Scanner. Dann wird der leere Parkplatz runtergefahren, stellt sein Auto fachgemäß ab, verlässt das Auto, schaut, dass niemand mehr im Auto ist. Platz ist im E-Park Tower für alle Autogrößen bis zum Kleintransporter. Und im Außenbereich des Turms können an einer Ladestation mehrere E-Bikes geladen werden. So könnte der Turm ein zukunftsfähiger Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende sein, der europaweit Schule machen soll. Mit den Stadtwerken Weißenfels werden alltägliche Dinge wie Sport und Kultur selbstverständlich. Strom. Selbstverständlich. Wärme? Selbstverständlich. Wasser? Selbstverständlich. Erdgas? Selbstverständlich. Wir können mehr. Stadtwerke Weißenfels. Die erste internationale Fachmesse für industrielle und gewerbliche Dekarbonisierung, Decarb Expo, ist erfolgreich zu Ende gegangen. Rund 100 Aussteller aus 15 Ländern präsentierten in Halle 9 auf dem Düsseldorfer Messegelände ihre Technologien und Lösungen. Die Messe sowie 3 gleichzeitig stattfindenden Konferenzen haben gezeigt, dass Investorinnen und Investoren und industrielle Anwender sich intensiv zu neuen Technologien und Kooperationen rund um den Klimaschutz austauschen wollen. Die Sonne gibt zum Abschluss der Messe Decarb Expo in Düsseldorf nochmal alles. Wie ein Versprechen für die Zukunft, mit ihr kann die Großindustrie rechnen. Und auf der Messe ist die Sonne eingeplant. Mit ihr als Energielieferant kann grüner Wasserstoff erzeugt werden. Und mit Wasserstoff in großen Mengen kann selbst die Stahlindustrie CO2-neutral werden. Immerhin verantwortlich für etwa 8% der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase. Die Großen haben mittlerweile ihre eigenen Finanzspritzen freigegeben, bedürfen aber noch weitere Finanzierung, die dann auch durch die europäisch gewünschte Dekarbonisierungsforderung auch von der Europäischen Union auch mitgefördert werden muss. Und auf diese Fördergelder warten eigentlich alle und damit auch, ist die Investitionsbereitschaft in diese Technologien eigentlich im Moment noch ein bisschen zurückhaltend. Auf der Decarb Expo wird sehr schnell deutlich, die Interessierten kommen aus der ganzen Welt, wollen die Dekarbonisierung vorantreiben und investieren. Länderübergreifend unterscheiden sich die vornehmlich nutzbaren erneuerbaren Energien. Die hier vorgestellten Energiespeicherlösungen sind dann aber alle interessant. Denn die Industrie will produzieren, auch bei Windstille und ohne Sonnenschein. Für die Messe Düsseldorf ist das die Decarb Expo und auch die Produkte, die hier ausgestellt werden, unglaublich wichtig. Einerseits, weil sie den ganzen anderen Branchen
die wir hier auf der Messe Düsseldorf vertreten, alle energieintensiven Industrien entsprechende Lösungen darbieten und weil sie natürlich auch entsprechenden Startups, die wir hier auf der DCAP Expo willkommen heißen konnten, auch eine entsprechende Sichtbarkeit geben. Und das in Kombination ist für die Messe Düsseldorf unglaublich wichtig und wird auch viele Themen in die Zukunft treiben. Hier in Düsseldorf sind sie, die praktisch einsatzbereiten Lösungen gegen den Klimawandel. Für den weltweiten Einsatz in der Industrie sind allerdings weitere Anstrengungen nötig. Investitionen natürlich, für die Produktion von grünem Wasserstoff in rauen Mengen, für die Weiterentwicklung von ressourcenschonender, energieeffizienter Technik und nicht zuletzt fehlt kreativer, gut ausgebildeter Nachwuchs. Camping ist voll im Trend. Am liebsten mit dem Reisemobil oder mit einem Caravan hinter dem Auto. Aber selbst Mieten ist inzwischen kaum noch günstig. Ein Kauf oft cleverer, denn die wertstabilen Fahrzeuge sind auch gebraucht, sehr gefragt bei aktuellen Wartezeiten für neue Fahrzeuge. Wir haben uns einmal auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf umgesehen, die günstigsten Einstiegsmodelle gesucht und natürlich für Sie auch gefunden. Zelten ist auch nicht mehr das, was es mal war. Glamping in diesem eigentlichen Luxushäuschen ist sicher toll, aber gekauft wird es eher von Campingplätzen als von Privatpersonen. Günstig zelten und mehr als 600 Kilometer am Tag, geht das überhaupt noch? Ja, wenn das Auto schon vorhanden ist. Dachzelte sind eine Lösung, bequem zu reisen und nicht auf dem Boden schlafen zu müssen. Die Matratze bequem, der Preis erschwinglich. Ab etwa 1600 Euro kaufbar auf dem Caravan-Salon. Größer, bequemer und teurer wird's mit einem Caravan, also einem Wohnanhänger. Unter 10.000 Euro, das war einmal. Dieser Mini-Hänger bietet schon viel mehr als ein Zelt. 11.100 Euro sind aber nötig für die dann immer noch mager ausgestattete Version. Dieser wintertaugliche Caravan kostet 13.900 Euro mindestens. Dann allerdings nur gut isoliert, ohne Heizung. Die Wintertauglichkeit darf dann in Frage gestellt werden. Selbst im Herbst kann es kalt werden. Für knapp 20.000 Euro wird es dann vollständig. 4 Schlafplätze, Heizung, Stauraum, ausreichend großes Bad, Küche und Kühlschrank, alles da. Wer etwas sucht, Glück hat und verhandeln kann, bekommt solche Modelle vielleicht noch etwas günstiger. Wer dann aber Reisemobile kaufen möchte, die ihrem Namen Ehre machen, der muss noch etwas tiefer in die Tasche greifen. Größer als ein Minivan soll es sein. Für ca. 52.000 Euro kann der geneigte Reisemobilist mit Glück und wenig Anspruch fündig werden. Ab 55.000 Euro wird's schon einfacher. Dieses Modell hier könnte im Kastenwagenbereich das günstigste der Messe sein. 45.999 Euro, inklusive allem, was 2 Personen zum Reisen brauchen. Der Händler packt sogar Auffahrkeile, Stromadapter und Feuerlöscher dazu und Klopapier. Kaufen, einsteigen, abfahren, günstiger wird's wohl nicht. Ja, und das war's schon wieder, unser Energiemagazin hier bei BLK TV. Ich hoffe, unsere Themenauswahl hat Sie angesprochen und ich sage vielen Dank fürs Einschalten. In wenigen Wochen sind wir mit der nächsten Ausgabe wieder da und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie energiegeladen. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels.